So, jetzt müssen wir mal schauen, ob Left 4 Dead unter Windows 11 noch funktioniert. Ha. Ja, keine Ahnung, aber mein Steam will jetzt erstmal einen Neustart. Warum das auch immer ist. Da Left 4 Dead 2. Wünsche mir Glück, dass es funktioniert. Ich Das ist so. hab mich die ganze Zeit geweigert gegen Windows 11. Also Also ich ich muss sagen, es ist absolut stabil. Es ist halt nur, ja. Einfach das Problem, dass man halt sagen kann, jo, Ja. wenn du halt Windows neu installierst, dann musst du gucken, dass alles läuft. Das ist aber auch bei Windows 10 so. Dieses Bild soll ja auch Twisted Fate von LOL sein. Also im Endeffekt ist es mein Charakter in dem Outfit von Twisted Fate aus dem Spiel LOL. Ich habe mir das von einem Künstler so ummalen lassen, weil ich das. Scheint sauber zu funktionieren. Da darf ich vielleicht eine rauchen gehen. Zwischendurch. Darfst sogar zwei rauchen gehen. Haben wir zumindest sichergestellt, dass das läuft. Ich gucke dann erstmal, dass ich es gecaptured kriege, weil ich muss ja mal gucken, habe ich es überhaupt installiert? Habe ich es Schwierig, Left installiert? 4 Dead zu capturen? Weiß ich noch nicht. Left 4 Dead oder Left 4 Dead 2? 2. Also, es gibt ja Es gibt keinen ja eben. Grund, den ersten Teil zu spielen, wenn im zweiten alle Maps und alle Charaktere vom ersten mit drin sind. Weiß ich gar nicht, ob da die alten Maps drin sind. Ja, sind sie. No Mercy ist doch. Was haben wir doch beim letzten Mal auch gespielt? Okay. Also, Entschuldigung, wenn ich mich etwas dumpf anhöre, ich trage Maske, wenn ich durch den Flur gehe. Absolut in Ordnung. Absolut verständlich. Was ich ge dann gerne machen würde, können wir einfach mal die erste Kampagne spielen, komplett durch. Schnappen wir uns heute einfach die erste Kampagne und machen die einfach platt. Und das nächste Das Mal, wenn haben wir wir doch spielen, letztes Mal haben wir gemacht. letztes Mal die komplette erste Kampagne gemacht. War Ich doch, glaube, wir haben doch No Mercy durchgespielt beim letzten Mal, wo wir gezockt gut, haben. dann nehmen wir jetzt die zweite Kampagne. Dann machen wir jetzt die komplette zweite Kampagne. Also, ich meine, wir haben sogar zwei Sachen gemacht. Wir haben nämlich die erste, also No Mercy haben wir gespielt und wir haben dann ja gesagt, okay, und jetzt machen wir was Ekliges und haben dann nochmal Hard Rain gespielt. Also Oh, die. stimmt, du hast absolut recht. Ich entsinne mich, aber das war aber bei meinem Bei deinem Challenge. 24, Genau, bei beim deinem 24-Stunden-Stream 24-Stunden-Ding. war das, genau. Und da, und ich meine, wir haben die beiden gespielt. Ja. Also, oder? Ja, ich glaube auch. Also, Also ich sag wie heißt die mal, zweite Kampagne, weißt du das? lass mich kurz überlegen, welche das wahrscheinlich war. War das Flug zur Hölle? Kann sein. Aber guck einfach mal in der Liste. Also es müsste ja eigentlich müsste No Mercy ganz oben stehen, oder? Ja, das Problem ist, das kann ich jetzt nicht. Weil jetzt erstmal muss der Download hier durchknattern. Gucken wir gleich. Also es gab ja, glaube ich, fünf Kampagnen im Grundspiel, also im ersten. Und Weil ich würde. ich weiß aber nicht mehr, wer. Ich glaube, das zweite war irgendwie so. Auch so ein Waldding. Ja, so eine kleine Fruchtfliege, die fliegt mir jedes Mal auf die Nase. Auf die Nase. Ja, ich weiß nicht, was die von mir will. Wie irgendwie eine Tja. Zuckernase oder so. Weiß doch, so Konfuzius sagt, erst wenn eine Mücke auf deinem Sack landet, wirst du lernen, Probleme ohne Gewalt zu lösen. Ist fast das Okay. Gleiche. Konfuzius war ein armer, kranker Mann. Ich habe mal versucht, mich als Jinx zu zeichnen aus der Serie Arcade. Allerdings kann ich keine Hände malen. Dann verstecke sie hinter deinem Rücken. Also male dich im Endeffekt in einer Pose, wo die Hände hinter dem Rücken sind. Trägt Jinx nicht sowieso Handschuhe? Das Ja, wollte ich meinen. aber das ist ja trotzdem die Form von Händen. Wenn man halt Hände nicht malen kann, es hängt an der Form und nicht an den Händen hängen. Ja, aber wenn man Handschuhe hat, dass gerade die noch vielleicht noch irgendwas greifen, wie zum Beispiel einen fetten Rocket Launcher, dann Okay. ist es meistens einfacher. Ich glaube, der Rocket Launcher ist sowieso dann viel mehr Arbeit. Ja. Obwohl ich kenne viele Leute, die technisch Sachen zeichnen können, also Autos, Gegenstände, Waffen, sonst irgendwas, aber wirklich mit Personen, also mit Körperteilen Probleme haben.
Ja, okay, aber das könnte... Du hast das Bild mal auf Discord gestellt. Jetzt bin ich neugierig. Da ist es ja so, dass du immer aufpassen musst, dass du, egal was du machst, dass es halt so von den Proportionen angenehm anzusehen wirkt. Ja, das ist ja das Ding, weil wenn du ja da hingehst und machst zeichnest eine Waffe oder ein Fahrzeug, dann kann das auch komisch aussehen natürlich, wenn das irgendwie nicht förmlich passt, aber es ist wahrscheinlich nicht ganz so schwierig, wie es bei einem Körper zu versauern, dass jemand denkt, irgendwie sind die Arme zu lang oder keine Ahnung. Wäre voll lieb gewesen, nächstes Mal gibt nächstes Mal Bilderbereich. Wäre einfacher, wenn man da immer die Bilder reinschmeißt, dann findet man die schnell. Ich weiß immer noch nicht, wie der erste Teil heißt. Das zweite. Ich warte jetzt einfach mal, bis der gute Nox zurückkommt und mir sagt, wie der zweite Teil heißt. Erzähl mal kurz, wie die heißen. Wenn du sie vor dir hast. Kann ich noch nicht sagen, ich bin noch am Runterladen. Dauert noch ein wenig. Aber ich glaube, die zweite war etwas langweiliger. Also. Boah, lass mal überlegen. Was gab's? Also gerade von den ersten, ich bin mir gerade voll unsicher. Also klar, es gibt natürlich so eine extra kurze Geschichte, weil es ist ja so, dass Bill von den ersten Survivor, der ist ja gestorben in der Geschichte. Oh, war mir gar nicht mehr bewusst. Ja, weil da gibt's extra... Also, die haben diese Kampagnen auch so hintereinander weggestellt, dass ich glaube gar nicht, dass alle vom ersten Teil wirklich ganz oben stehen, sondern es wirklich so als Story, die parallel läuft. Und irgendwann begegnen sich eben die Survivors aus dem ersten und zweiten. Das heißt, die Brücke, glaube ich. Mhm. Und das hat, glaube ich, nur zwei Teile, also halt einen oder drei, mit einem Finale als dritten Teil dann. Und ja, da lebt dann Bill nicht mehr. Okay. Dann gibt es nur noch die drei anderen alten Survivor, die dir den Rücken frei halten und du spielst es halt als die neuen. Ja. Oder Zacki, das sieht doch aber ganz gut aus, das Bild. Also ich finde es nicht schlecht. I like it. So. Die letzten paar MB fliegen vorbei. Jetzt wird es aber mal wieder langsam. Ich hasse es, wenn es das tut. Oh nö, das dauert doch noch länger. Das war... Okay. Muss euch noch ein bisschen enttäuschen. War länger. Ja, das sagt hier irgendwas von 12 Minuten. Ja, es geht jetzt rapide wieder runter, 12:30. Okay, nee, es ist leider 12. Ziemlich durcheinander, habe ich gesehen. Ich schau dir lieber mal Montgomery Gator an. Das ist, wenn ich mal einen guten Tag habe. Schau ich mir gerne an, wenn du das Bild postest. Bitte aber in die Bilder und Links. Oh ja, der sieht sehr gut aus. Der sieht gut aus. Der ist echt gut gelungen. Also nach dem, wie es hier aufgelistet ist, ist wohl Crashkurs das zweite mit den alten Survivors. Okay. Ich habe keine Ahnung mehr, was das war. Ist egal, wir spielen die jetzt von oben nach unten. Nee, aber doch, das ist das doch. Das sind auch nur zwei Teile. Was gibt's dann? Todeszone? Bitte.
Oh, Todeszone, ja doch, das war cool. Lass das mal spielen, das mit der Kirche ist mega funny. Können wir nicht erstmal den zweiten Teil spielen? Bitte? Damit wir die nach und nach mal durchgespielt haben? Also wenn wir einfach die Liste, so wie sie jetzt hier steht, runtergehen wollen, dann müssten wir mit den neuen Survivor die erste Map eigentlich anfangen mit Infektionszentrum. Dann fangen wir damit an. Wir fangen einfach von oben nach unten an und so spielen wir die jetzt einfach mal durch. Und immer mal wieder eine Wie viele Kampagne. Minuten? Wie viele Minuten zeigt es bei dir noch? Es pendelt immer noch. Ich bin jetzt bei 10. Okay. Ja, das ist ja nicht lange. Was hast du denn für eine Leitung? Ich habe eigentlich eine 100.000er Leitung. 100. Ja, 100 ist nett. Ja, mehr gibt's hier nicht. Ich wohne leider in einem Hochhaus. Und da werde ich wahrscheinlich noch einiges an verlieren unterwegs. Von den 100.000. Aber aktuell habe ich einen Download von 11,2 MB. Und kriege einen maximalen Download von ihm angesagt von 11,3, also ich bin kurz vor Maximum. Warum habe ich ein Maximum, maximale Begrenzung? Was soll denn der? Okay. Kann ich das nicht irgendwie auf Download unbegrenzt? Ja. Nee, hier steht nichts von Drosseln. Hier steht aber auch nichts von Nicht-Drosseln. Also normalerweise müsste es Steam-Einstellungen, Downloads und dann Und dann steht da nichts. ja, dann hast du keine. Dann ist das das, was der Server gerade hergibt. Ach, Mann. Na gut, wir sind schon bei 8 Minuten und 8 Minuten und 45 Sekunden. Oh, hier double checken. Zurzeit arbeite ich an einem Bild, was arbeite ich an einem Bild an mir als Superschurke Jin aus LOL, okay? Na, Na, Jin. Da mag jemand LOL auf jeden Fall. Ja, also. Ich muss gestehen, ich habe früher sehr gerne LOL gespielt. Aber mir wurde irgendwann die Community ein bisschen zu garstig. Nicht? Ich bin kein Lag gut. bei dir an der Community? Ja, also an den Spielern halt. Ja, aber weil die halt geflamed haben oder warum oder weil die einfach scheiße Ja, sind? einfach weil sie halt ein Niederfle. Ich muss gestehen, ich bin halt in LoL richtig schlecht. Ich bin wirklich nicht gut. Also ich bin Midlaner, bin ich. Jetzt habe ich die Wurstfliege gefressen. Okay. Guten Appetit. Jetzt ist er weg. Kann man auch lösen, so ein Problem, ne? Ich habe gerade eingeatmet und hab gemerkt, so, was ist das? Jetzt habe ich die Wurstfliege gefressen. Nee, ich bin in LOL nur als Midlaner einigermaßen in Ordnung. Ja, aber Und, das ähm, reicht ja. oder Das habe ich auch Top-Laner. lange gespielt. Oder Top-Laner, Also. das geht auch noch. Aber Support bin ich absolute Banane. Jungler bin ich absolute Banane, vor allem nachdem sie den Jungle abgedatet hatten damals. Und ADC kannst mich komplett in der Pfeife rauchen. Und dementsprechend habe ich aber das Problem, wenn ich keinen guten Jungler habe, also mich der gegnerische Jungler sehr oft snacken kann, weil, naja, entweder ich gerade keine Wards habe oder unser Jungler halt auch nicht wirklich mal ein bisschen zum Ärgern von Leuten mit dazu kommt. Und ich dann mal 2, 3, 4 Kills hinten dran bin, im Gegensatz zu meinem Midlaner, dann schaffe ich es halt nicht mehr, das Spiel zu drehen. Dann ist es vorbei bei mir. Jetzt interessiert mich aber mal schwer, was du denn da gespielt hast, dass du da so ein Problem hattest. Was? In der Mitte. Hast du da Twisted Fate gerne gespielt oder was? Naja, zum Teil. Also Twisted Fate ist einer meiner Army, nee, na, wie hieß er nicht? Nicht Anna? Die mit dem Bär? Annie. Annie, genau, Annie. Und mein absoluter Lieblingscharakter,
Liegt aber daran, dass ich damals für die ursprünglichen Macher von LOL damals Grafikbugs getestet habe, ist Heimerdinger. Ich liebe Heimerdinger. Ich bin ein Heimerdinger Main-Spieler. Ja, gewesen. Also bei jemandem wie Heimerdinger, da wundert es mich, aber was du da gemacht hast, dass du dann vom gegnerischen Jungler immer wieder erwischt wurdest, weil Heimerdinger, ist einfach jemand, da baust du halt hin, deine Türme, und dann kommt niemand mehr durch, wenn er nicht gut ist. Der wurde sehr stark genervt. Heimerdinger wurde sehr stark genervt und Heimerdinger hat so wenig Leben. Tja, weißt du, warum ich damit kein Problem hatte? Weil ich immer LeBlanc gespielt habe. Ah, okay, ja. Okay. Und, niemand kann LeBlanc leiden. Die war zu der Zeit, wo ich sie gespielt habe, auch sehr häufig gebannt. Dann ja, irgendwann. Kann ich gar nicht verstehen. Und sie wurde auch aber über die Zeit schon ziemlich stark genervt, weil am Anfang war das ja komplett lächerlich, weil du, da gab es noch den Deathfire Grasp. Ja. Ich weiß gar nicht mehr, wie der auf Deutsch hieß, aber genau. Ich weiß aber, welchen du meinst. Und außerdem war es halt bei ihr so, dass die Ultimate hatte irgendwie keinen festen Wert, sondern das hieß einfach nur das, was du vorher gemacht hast, mit 40% mehr Schaden. Ja. Und das war so viel, dass es halt mit dem Deathfire Grasp teilweise gereicht hat, um irgendeinen Full Tank, also zumindest, wenn du dann reingegangen bist mit allem, was du hattest, und ihn dann mit deiner Kette noch erwischt hattest, wo natürlich die meisten Tanks, wenn sie nicht gerade die Möglichkeit haben, dich anzuspringen, sowieso ein Problem haben, dann hast du auch den gefeedeten Nasus damit umgenietet und das war dann natürlich... Nein, Nasus ist halt, ich muss halt gestehen, Nasus war halt zum Beispiel mein Top-Laner-Charakter. Und, ja, aber das war Odozaki, halt einfach... Warte mal, Odozaki liebt Jinx, Seraphine. Seraphine, ist das die mit den Federn? Ist das die mit den Federn? Jin und alle Furry-Charaktere. Ja, also ich war ein ganz... Ich war ein lange war ich im Jungle und mit Warwick unterwegs. Da hat mir auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Dann war ich im Jungle mit Amumu. Der Mumie. Oder mit dem Zombie, wie hieß denn der Frankenstein-Typ, der die Axt immer wirft. Sion. Nee. Oder der... Der mit seinem eigenen Leben Schaden macht. Ist der Udyr? Kann das sein? Ich glaube, das war der auch nicht. Mister irgendwas. Ach, Dr. Mundo. Dr. Mundo, genau. Und übrigens, weißt du, was ein schöner Funfact ist? Ja. Nein. Derjenige, der dem der Otter gehört, Kyo. Ja. Der hat tatsächlich einen Suit. Mit Nasus. Oh, und das ist cool. Hat er selbst gemacht, sieht auch echt gut aus. Das ist mit cool. Mit Stab und dieser schönen Krone, also der, nicht der ganz alte Nasus, sondern eben das, was dann aus ihm gemacht wurde, als diese Story mit Shurima und Azir und so gemacht haben. Aber das sieht ja auch nicht schlecht aus. Nasus spielst du als Magier, okay. Das ist interessant. Also, wen ich halt noch mag, aber den mag halt keiner, ist Ding, ist, wie heißt der, die Pilze setzt? Timo. Timo, genau. Timo ist halt so garstig, der Charakter. Ja, natürlich. Es gab auf der Gamescom mal von Riot so einen Gag, da haben die Hüte von dem verteilt, ne? Mhm. Und, da bin ich actually hingegangen zu irgendeinem, der diesen Hut auf hatte, sagen so, ey du, ich hasse dich. Und der so, ja, man, verstehe ich. Ja, Timo kann halt wirklich echt nervig sein. Lass mich überlegen, wenn ich ADC spielen musste, war ich immer Lady Fortune oder Miss Fortune. Wen habe ich denn sonst noch gespielt? Ich habe nicht viele gespielt, weil ich die meisten nicht konnte. Ding war noch gut. Die Fuchslady, die einen festhalten konnte. Lux, meine ich. Ach, ja, Lux ist kein... Lux ist ein Mensch. Ja, aber die hat so ein... Es war so Kitsune-mäßig. Die hatte so einen Fuchsschwanz.
Nicht jetzt. Nee. Nicht. Och. Nein. Hat den nicht Lux? Lux habe ich viel gespielt. Lux ist der beste Supporter. Ja. Aller. Ja, es hat super viel CC dabei und deine Kills kriegt sie. Ja. Ja, mit Fortune kann man gut Drachen klauen, das ist richtig. Ari, ja, Ari, stimmt, Ari war die. Mit der Hitzone. Und ja, Ding. Die konnte dich halt nicht so festhalten, sondern die hat dich halt bezirzt, tatsächlich, dass du dann so auf sie zugewankt bist und dann konntest du einmal alles draufwerfen, was du hattest, aber im Vergleich würde ich sagen, ist sie nicht so übel wie Lux. Lux ist sehr nervig, weil einfach dann unheimlich viel Reichweite dazu, zu dieser Kombination. Ja, also im Endeffekt Stun Ulti. Stun Ulti war halt immer gut. Oder wie hieß der andere da? Der Untote. Der, wenn er tot ist, immer noch Schaden machen konnte. Und seine Ulti war, er zieht einfach, was weiß ich, wie viel Leben einfach von allen Charakteren. Kartus, oh, auch ein absoluter Harzgegner. Überhaupt nicht. Kartus ist wahrscheinlich einer der schwächsten Champs. Er ging mir so auf den Nerv irgendwann. Aber was lustig war natürlich, es gab ja den Ultra Rapid Fire Modus, wo du 80% Cooldown Reduction hattest. Und okay. Er hat ja seine Q ist ja mehr oder weniger sein normaler Angriff, weil, also der greift quasi nicht mit normalen Angriffen an. Und die hat eine Sekunde Cooldown normalerweise und so hatte sie halt 0,2 und das heißt, du bist dann in den Jungle mit dem und hast einfach die Camps mit dieser Fähigkeit, die halt praktisch keine Abklingzeit hatte und in dem Modus hast du ja auch keine Mana-Kosten oder sowas. Mhm. Und da hast du einfach geballert und alles zerschreddert und dann irgendwann, wenn du Ulti hattest, einfach gedrückt, allen Schaden gemacht, wartet bis sie wieder ready war, wieder Schaden gemacht. Okay. Sehr, sehr witzig. Aber ja, ansonsten, also der ist jetzt nicht so krass, weil er ist halt im Gegensatz zu vielen anderen hat er halt wenig CC und keine Möglichkeit, sich schnell zu bewegen, deswegen... Ja gut, der ist nicht schnell. Das ist aber auch Heimer auch nicht. Heimer ist auch unheimlich langsam. Aber Heimer hat einen Stun. Das ist richtig. Wenn du ihn triffst. Ja. Und du nicht von zwei oder drei verloren verfolgst. Kratos hat einen Slow, wenn du ihn triffst. Das war's. Ja gut. Und das ist also, natürlich aber weil du sagtest, bester Supporter, da muss ich gestehen, da gab es doch die Dame, die einem Shield geben konnte und die einen festhalten konnte und unten drunter Sumpf macht oder so. So eine Säure. Ich hab's schon zu lange nicht mehr gespielt. Weiß gar nicht, wen du meinst. Ah, da gibt's einige sehr, sehr coole. Ja, das Spiel ist ja auch schön, es funktioniert, aber es ist halt Morgana, genau, was, Morgana was hieß sehr, er. Sehr, sehr, sehr anstrengend mit den Leuten. Und zwar egal, ob die jetzt am Flamen waren oder ob sie halt einfach dafür verantwortlich waren, dass dein Spiel vor die Hunde geht natürlich. Gerade wenn du dann eine Rangliste gespielt hast. Fand ich irgendwann so nervig und hab dann, also ich finde auch ehrlich gesagt, dass das in anderen Spielen, wo du das machst, weniger frustrierend ist. Also wenn du jetzt hingehst und sagst, okay, du gehst Rangliste Apex spielen oder was auch immer, ja, da dauert das Spiel eine halbe Stunde, wenn du gewinnst oder nahezu gewinnst, ja, und wenn du verkackst, dann ist es nach 10 Minuten vorbei. Und bei LoL, da kannst du halt auch schon mal, und ich meine, das ist halt auch bei einem Battle Royale so eine Sache, wenn du dann Dritter wirst oder so, ist das halt auch schon eine Errungenschaft und kriegst dafür auch ordentlich Punkte im Vergleich zu, wenn du bei LoL halt 40 Minuten in den Sand setzt und verlierst, dann hast du halt verloren, ne? Ja. Häuser verbarrikadieren. Das war dann meiner Meinung nach ein bisschen jeglichen Kontakt frustrierend. Mit Infizierten vermeiden. Aber gut, mittlerweile gelaufen die Spiele, glaube ich, schneller. Offizielle Anweisungen warten. Wir haben da einiges getan, um die Spielzeit zu verkürzen. Alle Zombie-Hurensöhne killen. Also, was ich halt dann mochte, war dann sowas wie Aram. Aram, Samsam. So, aber ich habe gehört, du bist am Start. So. So, wir sind gleich da. Wir stecken hier echt tief in der Scheiße. Wer zur Hölle packt Nevok
Evakuierungszentrum in den verdammten 30. Stock. Denk positiv. Vielleicht ist der Heli ja aus Schokolade. Ich finde den Spruch tut mir so gut. Denk dran, vielleicht ist der Heli aus Schokolade. Hallo! Das ist alles nur ein Traum. Jemand da? Alles nur ein Traum. Alles nur ein Traum. Ihr macht diesen Vorspann. Uns doch retten. Gab wohl eine Planänderung. Die Zombie-Clowns, die waren auch immer geil. Hast du es gefunden? Ja, ich bin noch dabei. Ich gucke ja gerade den Vorspann. Lass mir doch den Vorspann noch fertig gucken. Nicht vergessen, Kleiner. Alle Zombie-Huren. Nicht vergessen, ne? Alle Zombie-Huren-Söhne killen. Richtig. Ich bin nicht so weit gekommen, um jetzt zu verrecken. Ja. Hey Kevin, grüß dich. Schön, dass du da bist. So, ja, Morgana kann auch nervig sein, aber auch ein super stronger Support. Ja, ja, ja. Gebe ich absolut recht. Als Support sehr, sehr stark. Wie beitreten. Bei LOL bin ich bereits Smaragd 3 und war mal 2. Leider kriege ich dauernd schlechte Teammates. Ja, dann würdest du so jemanden kriegen wie mich. Ich bin schlecht. Kannst du mal überlegen, ich weiß nicht mal, was das ist. Weil Smaragd gab es noch nicht, wo ich gespielt habe. Ja, bei mir auch nicht. Aber egal. Ich wäre auf jeden Fall schlecht. Ja, Aram macht auch Spaß. Da habe ich vor kurzem den Pioniertitel freigeschaltet für 13.000 Punkte. Ich weiß nicht, ob das viel sind. Keine Ahnung. Ich habe es gespielt. Das ist lange her. Vor der Serie gewesen. Noch weit vor der Serie. Weit, weit vor der Serie. War noch vor Corona. Ich habe das gespielt, bevor es ein Game Mode war. Ich kann dir sagen, ich hab's gespielt, bevor es überhaupt Riot war. Das meine ich nicht, sondern ich meine, Aram habe ich gespielt, als es das eigentlich noch gar nicht als Game Mode gab, im normalen Matchmaking, sondern da brauchtest du actually ein paar Freunde, am besten halt 9 Stück und dann sind wir hingegangen und haben freies Spiel gemacht und die Bewährungsprobe, also sozusagen die Tutorial Map, ist ja eigentlich Aram, haben wir geladen. Das ist eben diese Brücke. Okay. Und haben das dann da drin gespielt, ja. Und das haben halt auch viele andere gemacht und deswegen hat dann Riot das Ganze irgendwann mit einer neuen Map rausgebracht. Hm. Es gab übrigens auch mal für Aram ein Event. Ich weiß gar nicht, ob du das mitbekommen hast, mit Bilgewasser. Also mit Gangplank, Miss Fortune und solchen Figuren, storymäßig. Und ehrlich gesagt, diese Map sah viel, viel schöner aus als diese Ice-Map. Okay. Die war halt dann mit so Kanonentürmen und so generell so wie so eine große Brücke im Piraten-Setting und es ist verdammt laut. Oh mein Gott. Das ist sehr, sehr laut. Wir sind noch Leute auf dem Dach. Komm zurück! Scheiße, 5 Minuten zu spät. Ist das jetzt einfach der Erste? Ist das jetzt das Erste? Die evakuieren im Einkaufszentrum. Das ist, warte mal kurz, das ist das Erste von den 9 Survivors. Okay. In die Hölle gehe ich lieber bewaffnet. Okay, ich habe nur eine Waffe, aber dann ist das so. Da ist noch eine, oder? Was? Noch eine? Da liegt doch noch eine, hier. Jeder schnappt sich eine Waffe. Oh, cool. Ja, geil. Nämlich 2. Jesus, they're attacking now. Ja, Nox, du schaffst das. Ganz alleine. Ah.
Ja, wenn es für die erste Ecke im Schwierigkeitsmodus normal nicht reichen täte, das wäre ja auch schlimm. Die Sida hat keinem gesagt, wie schlimm es ist. Kann leider keine zwei Waffen davon nehmen. Ein bisschen schade. Oh, da kommt gleich hier durch. Oh, ich wurde angespuckt, wirklich. Muss doch jetzt nicht sein. Oh, okay. Ja, ist okay. Hört auf mich zu schlagen. Aber also, schlag den Hutz, ist doch immer gut. Ja, ja. Ich find's nicht so geil, aber gut. Hoffentlich nicht. Ach, will ich nicht. So. Nix. Willst du die Magnum-Pistole behalten? Na, ich nehme die auch mal mit, ey. Ist ja ganz nett. Ja, ist auch. Hier? Ja. Hier ist noch eine andere. Oh, was zum Teufel ist das? Ey, ich würde gerne wieder meine Magnum zurück. Und Messer, das will ich nicht. Okay. Das? Na, Defi will ich nicht. Komm, lass mal weitergehen. Wir müssen eine Treppe suchen. Bin unterwegs. Du da lang? Da gehe ich nicht durch. Suchen den anderen Weg. Lade nach! Ah, Nox, du schaffst das. Ja, wir müssen aufpassen. Wieso? Weil die Geräusche sagen, es gibt hier irgendwo. Ich glaube, ein Jockey oder ein Smoker. Eventuell beides. Lade nach! Gern. Charger in der Nähe. Lade nach! Flasche Lade. Mit Bla. Kotze hier. Flasche mit Bla. Genau. Oh. Den finde ich nicht gut. Die Treppe wieder runter. Wir müssen mehr im Team kommen. Achtung, Hunter. Okay. Oh, das war dumm. Ich brenne. Sehr gut. Sollte mich mal heilen. Langsam. Muss mich erstmal verarzten. Könnte jemand die Frau da wegschießen? Okay, oh. Ich mach's selbst. Mal die Tür auf. Oh, ich nehme das Katana. Geht in den Nahkampf. So. Lade nach. Oh, was ist denn das für ein Modus? Das ist ja übel. Ich hab voll viel Blut auf mir. Ja, die haben das irgendwann mal gepatcht, dass der Uncut-Modus auch in Deutschland ist. Okay. Das kannte ich noch nicht. Probier mal die Kettensäge aus. Dann brauche ich erstmal eine Kettensäge. Aber eben bin ich falsch gelaufen. Ja, lass mal hier dann gehen, ey. Hier rein. Dieser Aufzug geht noch. Bräuchte mal vielleicht eine gescheite Waffe. Okay. Nett, dich kennenzulernen. Kannst mich Coach nennen. Wie heißt du? Alice. Freut mich, Coach. Hey, ich bin Rochelle. Und du? Nick. Ist aber unwichtig. Wir bleiben besser zusammen, zumindest für eine Weile. Piu, piu.
Ja, Nox salzt sich auch einmal. Ja. Jetzt mal direkt im MP-Grill rein und nach rechts abhauen. Nach rechts? Okay. Ja. Hier lang. Hier gibt es eine Shotgun bei Bedarf. Ich habe einen Jockey auf mir. Ich hab einen Jockey auf mir. Immer noch. Ja, ich bin dabei. Jetzt kann ich gleich schon wieder Heilung gebrauchen. Okay, komm. Hier lang. Oh, gehen wir nicht auf den Nerv. Oh. Wohin? Da lang, da lang. Hätte doch das Maschinengewehr behalten sollen. Wow, ich hab wieder einen auf mir. This room looks safe. Dann gehen wir doch mal in den Safe Room. Mit einer besseren Waffe. Möchte die hier. Irgendjemand fehlt noch. So. Nö. Muss nur zumachen. Gibt keine besseren Waffen. Noch seit Geburt ganz neblig hier, okay. Ich glaube nicht. Ja, ja. Heute Mittag gab's Bohnen. Ja, das, vor allem müsste da ein Puderzucker furzen, damit das hier so, weil sonst gibt es ja keine Staubwolke. Dein Profilbild ist sehr interessant. Das ist graue Katze auf grauem Hintergrund. Dass ich hier in Savannah festhänge. Savannah ist voll spitze. Das sieht auf jeden Fall danach aus. Jesus, are you from here? Moin. Mach mal auf. Los, Mister. I don't think I like your attitude. Ich denke, irgendwie unsicher, was du meinst, was? Also meinst du Discord oder Steam? Ja, nee, ich meinte auf Steam. Steam? Naja. Das ist einfach nur ein Kopf, der gut aussah. Oh. Sag mal, wo kommt ihr denn? Au! Musst du das sein? Da kam einer vorbeigesprungen. Wo ist er hin? Oh no, er brennt und sitzt auf mir jetzt. Dann komme ich doch gleich mal vorbei und rette dir deinen süßen Hintern. Dankeschön. Oh, da kommt einer. Da hin. Den aber nicht. Ja, ist auf mich drauf. Ich kann es gebrauchen. Lade nach. Was drin? Ja. Hier ist eine Shotgun für mich. Die nehme ich doch. Natürlich. Witch voraus. Wir haben eine Shotgun. Soll ich sie töten? Rochelle, bist du das Mädel? Traust du dir das zu? Lade nach. Vielleicht. Bridge to the mall's block. We gotta find. Wo ist er denn? Steht da. Steht. Ich sehe die Schlampe. Ah, okay. Nee, der hat's nicht überlebt. Wie viel hält die denn aus zum Kuckuck? 1000. Okay, danke. Still, sonst wird das hier nichts. Die hält ja richtig viel aus. Naja, ja, 1000 Hitpoints. Oh ja. Oh, guck mal, hier ist was. Mist, ich glaube, die sind feuerfest. Hier ist was?
Ja, eine Kettensäge. Nein, ich wurde geschlängelt, gezungelt. Ich habe echt gerade kein Glück. Jeder erwischt mich, jeder Special. Wird geschlängelt und gezungelt, ey. Eieiei. Hast du die Kettensäge eigentlich mitgenommen? Nee. Ach, du hast die mitgenommen. Ja, ich dachte, du wolltest sie haben. Ja, dann muss ich die erstmal holen wieder. Muss ich wieder zurück. Falls ich noch zurück kann. Ja, ja, kann man. Hier. Da rechts um Eck. Ah, die Kettensäge? Wo denn? Rechts. Wo ist bei dir rechts? Genau da ein. Ah ja. Hab ne Kettensäge. Oh no 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 no. Sehr gut. Auf geht's. Oh, ich höre einen. Oh, den hast du schon weggemacht, okay. Das ging aber schnell. Er ist glücklicherweise an mir vorbeigerannt. Okay. Schlägen. Möchte die Shotgun haben. Lass mal die Kettensäge wieder ausmachen. Und hier auch. Über die Tonne. Über die Tonne. Bleibt unten. So. Das ist auch nicht schlecht. Nehme ich auch. Nimm den mal mit, ey. Öffne mal die Tür. Guck, guck. Mal drin. Das ist einer. Das ist so das Schlimme in dem Spiel. Man kriegt am Anfang keine guten Waffen. Oh, ich brauche mehr. Oh, wird das drin. Nein. Warte mal. Willst du hin? Was noch mehr? Geh mal runter, würde ich sagen, oder? Ja, ich weiß nicht, ob ich den Granatwerfer mitnehmen will. Das war ja auch nicht. Lieber noch einer. Lieber die Autoschrotze. Ich mag kein Ding, halt. Das ist das Problem. Ich mag eigentlich keine Schrotflinte. Ich hab halt jetzt gerade eine. Ah, ist halt kein doof. Problem, wir gehen jetzt gleich einfach in ein Waffengeschäft und kaufen wieder eine schöne Waffe. Sehr gut. Geh weg. Du auch. Ah. So. Oh, es wird Zeit, wieder meine Kettensäge rauszuholen. Könnte sein, dass ein Tank kommt, aber muss nicht.
Kein Problem, ich zersäge ihn. Also an der Stelle kommt häufig einer, aber ich glaube, wenn er jetzt noch nicht da ist, kommt er auch nicht mehr. Sehr gut. Komm, als lauft in meine Kettensäge, ich mag euch auch. So, wir gehen jetzt hier ins Waffengeschäft und kaufen dir eine schöne Knarre. Sehr gut. Laservisiere hier. Gut, ich möchte. Was möchte ich denn? Kurz darf ich dich was fragen. Kevin, du darfst mich immer was fragen. Boah, ich mag ja eigentlich mag ich ja so Sniper-Dinge. Wo waren denn die Rotpunktvisiere? Ja. Okay. Doch, Rotpunktvisier, sehr schön. Und hier ist noch ein Heilding. Oh, kann ich mich einmal heilen? Hey, wartet mal, muss heilen. So, nehme ich. Agofatz. Noch irgendwas? Nö. Gut, ich hab was ich will. Ich sprech, wenn ich darf. So gut, vielleicht klappt das ja dann doch. Nehmt ruhig meine Waffen. Mr. Bluefish, fragen Sie mich was. Ja, dann machen wir das doch mal. Ja, wir sollen ihm die Cola besorgen. Richtig. Ich schätze, ihr vier wollt zum Evakuierungszentrum. Und ich schätze, dass das schwierig wird, weil die Schwachköpfe von der Regierung die Straße dorthin blockiert haben. Jetzt mein Angebot. Ich habe mich mit Vorräten auf dem Dach verbarrikadiert, aber habe leider Cola vergessen. Mein Angebot. Wenn ihr mir aus dem Laden drüben Cola besorgt, mache ich euch den Weg zum Einkaufszentrum frei. Ich verstehe das. Mann braucht der Alarm geht los. Okay, ich öffne. Lauf, rein, vorwärts. Wir sind Waffen. Vorwärts. Lauf. Unterwegs. Ich hab die Cola. Okay, ich nimm hab die Cola für den Spinner. Auf geht's. Komm mit mir hin. Raus hier wieder. Bin unterwegs. Du musst mich beschützen. Beschütz mich! Ich stelle mich nach draußen. Jawohl, nach links, Hutz. Hier. Ja, hinter mich. Marschieren. Schön marschieren. Was sagst du so einfach? Gar ich kann nicht nur aufhalten lassen. Ich marschiere. Ich bin der Cola-Lieferant. Njong. Ja, oh. Yeah, nehm die Cola. Ich danke euch. Und jetzt verzeiht euch. Ich helfe euch nicht. Wenn der sagt, er macht den Weg frei, dann aber auch richtig. Lade. So, ich komm wieder runter. Wieso bist du schon so weit da vorne? Ja, warum bist du nicht so weit da vorne? Ja, weil ich der Cola-Lieferant war. Lade nach. Dürfte ich dich darum bitten, dass ich einen anfangenden Streamer-Kumpel bei dir in Discord ein bisschen booste? Ja, klar, kannst du machen. Vielleicht hat der mal Lust, mit mir zusammen was zu streamen. Kann ich ihn ja selbst auch mit boosten. Dann kann man ein Multi-Stream machen. Sozusagen ein Stream, wo man beiden zugucken kann. Kommt halt darauf an, was er sagt. Nox ist Speedrunner. Nee, Mann, ich bin kein Speedrunner. Das wirkt nur neben Hutz immer so, denn der ist Slowrunner. Ich bin kein Slowrunner. Ich guck mich nur gern um.
Er guckt mir halt gern um. Außerdem. Mahutz ist auch so jemand, der schießt bestimmt gleich auf dieses Auto. Soll ich auf dem Auto schießen? Da. Da. Sag ich schon. Der Hutz, der will einfach immer noch ein bisschen länger brauchen. Das ist richtig. Ist doch auch lustig. Und so fällt ein und so fällt ein. Jetzt hinter mir ist einer. Auf. So. Das sind so einige. So, aber da ist der Levelausgang, also wir könnten mal gehen. Dann gehen wir halt mal raus. Macht so. Lade nach. Mach mal zu hier. Okay, geschafft. Ein doch mal zu. Der Hutz mit seinem Schnipper hier. Ja, ich mag den. Ich mag den Sniper. Am liebsten, wenn ich auf irgendeiner Position bin, wo ich schöner einen nach dem anderen runter schießen kann. Du hast doch bestimmt den Herrn der Ringe gesehen, oder? Ja. Hast du gewusst, dass es eine Survival-Map gibt zu Helms Klamm? Nö. Die Cedar muss hier irgendwo sein. Los zum Evac-Center und dann weg hier. Ich will mich erstmal heilen. Ich glaube, dann machen wir diese Kampagne und dann machen wir das. Oh, das tut gut. Für alle Kampagnen haben wir jetzt, glaube ich, jetzt... Also... Ja, wir können die Clean-Kampagne machen und danach noch eine Kampagne. Hast du dein Gewehr weggeschmissen jetzt? Ja. Dann nimm doch bitte das, was auf dem Boden liegt, wenigstens, weil das hat ein Laservisier. Oh, nee, dann behalte ich meins. Wo ist meins wieder hin? Ja, du hast aber jetzt noch das gleiche mit Laservisier jetzt. Nee. Also Hauptsache du, Bleib ich bei dem Sniper. Weil das mit dem Laservisier ist leider ein sehr, sehr seltenes Ding und, meiner Meinung nach ist das extrem stark. Verdammt, schieß nicht auf mich! Jockey irgendwo. Max will da auch, okay. Up that escalator. Achtung, hat mich. Sehr gut. Höre einen Tank. Nee. Oder? Dachte ich, hätte ihn gehört. Nee, ich glaube, es war nur der Charger, der gegen die Wand gerannt ist. Das Ding wird mir Spaß machen. Oh, eine Witch. Wir müssen runter. Oh, da ist auch die Witch. Reloading. Also unten ist die Witch. Die läuft da rum. Also wir müssen sie nicht machen. Da kommen wir, glaube ich, relativ locker dran vorbei. Na dann. Wenn du den nicht willst. Ich laufe einfach an dir vorbei. Da schießt immer alles noch, bevor ich sehe. Der arme Imbiss hatte keine Chance. Oh. Lade nach! Hat er mich einfach umgerannt. Auf jemand pillen! Okay.
Erstmal suchen. Jetzt brauche ich ein richtiges Stärkungsmittel. Und tada. Ist das das Level mit dem Auto? Zum Auftanken? Ja. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir uns erstmal noch größere Scheiße geben, komm. Noch größere Scheiße. Ja. Den hast du gut erwischt. Da willst du rein. Ach, wenn jemand eine Rohrbombe braucht. Ja, ich brauch wieder was. Oh, warte mal. Nämlich. Zünden mal gerade hier draußen an. Dann kommen die, die jetzt. Ja, und dann brennt's jetzt hier drin auch. Geil. Eieiei. Ich meine, es war gerade eine Horde, die auch, siehst du die nicht alle verrecken? Also ich meine, es hat sich schon dick gelohnt. Ne? Also ich habe sie nicht gesehen, weil ich war am Brennen, tut mir leid. Tja, aber offensichtlich hat es sich gelohnt. Jeder schnappt sich eine Waffe. Will ich nicht. Die Horde brennt, die macht alles nieder. Hier unten! Vorsicht, Smoker! Hinter uns. Oh, Kettensäge. Was ist hier auf der Toilette los? Nix. Keiner auf der Toilette, okay. Ah, noch mehr Drogen, ey. Sehr gut. Hier auf der Toilette ist auch nichts los. Eine Toilettenparty hier. Doch, hier sind noch Pillen. Achtung, der Alarm wird losgehen. Welcher Alarm? Naja. Wenn wir da durchgehen, dann geht der Alarm an und dann müssen wir da. Fest. Ja, dann müssen wir da durch und uns nach oben bewegen. Komm mal mit. Nee, die Treppe hoch. Ich hab nichts gesehen, ich bin angeboomert. Ja, so lange hält das ja hoffentlich nicht, ey. Dass du gar nichts siehst, komm. Komm. Ich kann nicht! Werd hier verhauen! Scheiße. Bock. Okay, wir kommen nicht zu dir. Jetzt. Wir müssen den Alarm abstellen. Ach, das ist ja locker. Ach, das ist ja ganz locker, ey. Ich schmerz mir mal ein paar Pillen. Oh, genau das. Irgendjemand schlägt. Macht jemand den Alarm aus? Ja, wir am besten. Indem wir uns da hinbewegen. Als Gruppe. Du schaffst das, Nox. Ich stehe ganz, ganz sicher hinter dir. Hast du nicht eine Kettensäge? Nee, die ist leer. Au. Passt. Oh, das war die falsche. Oh, hinter dir, mach den mal. Lade nach. So. Ah. Ach, ey, boom, boom, boom. And everybody say, way oh, way oh. So. Ich bleib einfach im Schrank und warte, bis die jetzt alle tot sind. So. Gibt's da mehr Munition? Nee. Wird jetzt schön knapp, die Runde. Dann wird's echt knapp. Lade nach! Weiter, hier lang. Ich glaube noch zwei Schuss. Boah, ein Magazin habe ich noch. Wir haben Pillen! Nehme ich auch. Ich bin lieber als das Adrenalin. So, dann gehe ich jetzt auf die Einhandwaffe.
Hätten wir mal hochgehen. Oben waren noch andere Waffen. Ja. Oh, Achtung, Smoker. Hat nicht. Ja, gut. Schnell genug gewesen. Aber die halten ein bisschen was aus mit der kleinen Waffe. Molly. Molly mag ich. Könnte eine gescheite Waffe gebrauchen. Sind wir nach unten? Ne, nach oben. Nach oben? Ah, scheiße, der hat mich. Schlag mich einfach, dann geht's ab. Schlag mich. Schlagen? Ja, mit der rechten Maustaste. Okay. Der wusste nicht, dass es auch durch Schlagen geht. Ich habe auf, ach, den, auf, die, ich habe auf die Zunge geschossen. Oh. Glück gehabt, dass ich den nicht getroffen habe. Wir müssen in die andere Richtung. Gut, dass meine Schussskills so schlecht sind. Da vorne ist ein Schutzraum. Oh, den nehme ich. Kommt rein. So. Und die Sida verarscht mich heute zum zweiten Mal. Okay. Ich bin nicht besser. Mich müsste man dauernd teilen, weil die meisten immer rein ins Getümmel gehen und alles umnieten, was ich, was ich kriege, ohne dabei auf meine Lebensanzeige zu achten. Ja. Das kenne ich. Sag ich doch, Speedrunner, ja, der Nox ist da sehr gut. Also. Deswegen kann ich das mit dem Nox spielen, weil er so gut ist. Er carried mich da einfach durch das Spiel durch. Naja. Ich würde sagen, bei dem Spiel ist es auch so ein bisschen Glückssache, wen sich die Special Infected halt rauspicken. Da machst du nicht viel. Marco Forts. So, will ich die AK? Eigentlich möchte ich meine Waffe behalten. Ich mag meine Waffe. Hier, übrigens. Ja. An den Wänden steht öfter mal dran, not a flu oder this is not a flu, get out while you can. Okay. Ja, weißt du, was das heißt, ne? Du wahrscheinlich schon. Also das heißt, es ist keine Grippe. Flieht, solange ihr noch könnt. Ja, das ist mir schon bewusst. Das sind schon so die Vibes, wo Corona angefangen hat, habe ich auch gedacht. Ist keine Grippe. Lade nach. Man muss halt auch sagen, schnell voranzugehen in dem Ding, und wir sind gar nicht so schnell, ne? Wir könnten viel schneller sein. Würde auch dafür sorgen, dass uns die Regisseur-KI säckeweise Tanks und so Zeug auf den Hals setzt. Und das macht die gar nicht, also wir sind offensichtlich nicht zu schnell. Okay. Na, dann müssen wir uns wohl selbst retten. Gute Ideen. Stoßen hier jetzt auf offene Ohren. Ich habe eine Idee. Jimmy Gibbs hat kein Problem, wenn wir uns sein Auto borgen. Er hat ein großes Herz. Ein großes Herz. Einen großen Geldbeutel. Durch bis New Orleans. Das ist ja ein super Plan. Ich wette, der Tank ist leer. Bevor wir hier abdampfen, müssen wir erst tanken. Sobald die Tür auf ist, sprinten wir los. Direkt möglichst weit hinten und weit oben abgrasen, damit wir da nicht mehr hin müssen. Ja. Also hier lang. Du willst gleich die Brücke hoch. Ja, hier hoch. Reicht ja auch schon, wenn man die Dinger zumindest mal die Brüstung runterwirft. Ja, ich weiß, was du meinst. Wie wirft man nochmal? Oh. Feuertaste. Kurz stellt die richtigen Fragen. Wie wirft man nochmal in einem Shooter? Halt auf! Geh weg! Oh no! Im ätzenden Scheiß gelandet. Bist du da? Keine Ahnung, ich bin gerade ein bisschen überrannt. Ja, ich renne heute zu dir, weil okay. Jetzt wirst du noch von irgendwas mitgenommen. Alter, der blöde Säure-Tussi. Schon wieder erwischt. Nee, dann kann ich mich erstmal heilen. So langsam müssen wir hier weg. Ich schmeiß einen Molotow auf. Sind die jetzt aufhören, da alle rauszukommen? Weil wenn wir mehr Zeit verschwenden, dann kommen wir nicht weit, weil okay. Kommen noch irgendwann Tanks und so.
Muss laden. Klar, wir spielen auf normal, es ist alles irgendwie im Rahmen, aber... Kommt man da hoch? Lade nach! Da kommt der erste Tank. Sei still, da ist ein Boomer. Den müssen wir unter Beschuss halten. Panzer! Tank down. I got a can. Wo sind die denn noch? Da oben, wie kommen wir denn da hoch? Irgendwie müssen wir noch ein Stockwerk höher. Aber wie? Wie kommen wir da hoch? Fox! Ich weiß es nicht, die Map ändert sich immer. Verdammt! Muss gucken, muss gucken. Irgendwo gibt's eine Treppe. Ja, das ist doch nicht. Das ist auch nicht, ja? Irgendwo muss doch noch einen Weg nach oben geben. Nehmen wir den Molo mit. Irgendwo geht's eins nach oben, aber wo? Da hier müssen wir hoch. Hier ist ein Weg, der geht aber auch nicht. Ich hab keine Ahnung. Da irgendwo noch ein Stück nach oben gehen. Da auch nicht. Da auch nicht. Ich bin jetzt einmal außen rumgelaufen, irgendwie finde ich keinen Weg nach oben. Okay, geh nochmal runter. Muss irgendwo einen anderen Aufweg geben. Scheiß Hunter unterwegs. Mist. Geh weg, Hunter. Oh Mist. Oh, der Rutz hat's geregelt. Hab dich. Soll ich tanken? Ich geh mal tanken. Du hast doch bestimmt schon 5 Schnäpse. Weil ich bin doch eher am tanken des Autos, nicht an mir. Das musst du schon genauer definieren. So. Ja, immer den Sportwagen. Immer den Sportwagen tanken. Wie kommt man denn da hoch? Komm mit jetzt. Wir machen das. Was? Wo? Ah, da hinten. Ja, okay. Treppe halt. Treppe muss gehen. Die Treppe muss weg. Das sieht sehr gut aus. Scheiße. Du bist nicht da, ich laufe in die andere Richtung. Ich hol mir die anderen. Die anderen Seite. Und damit. Hast dein Bein hier. No. Nein, ich mag die Schleimtante nicht. Ab geht's. No. Oh nein, Cenk. Ich such den anderen zum Spielen. Nimm nicht mich. Oh, scheiße. Charger hat mich. Ich bin am Boden. Ja, der Charger verkloppt mich. Und die KI hilft leider nicht. Die KI hat mir jetzt gerade geholfen. Na, du lagst ja schon. Bei mir hättest du es verhindern können, dass ich liege. So, ich danke mal weiter. Na dann, tank mal voll, dann fahren wir. So, ab geht's. Was? Sag ich doch, Speedrunner, keine Watersports-Party. Da bin ich wieder. Sorry, Katzis, braucht eine Aufmerksamkeit. Schön wie Nox und der Charakter Scheiße sagen, ja. Ja, wo ich vom Boomer angekotzt wurde. Das war aber auch eine Situation,
Da hat das gut gepasst. Das ist richtig. So, Leertaste für mich überspringen. Ja, außer du willst die Statistiken da umgehen. Nein, die brauchen wir nicht. So, und du wolltest jetzt was in eine Herr der Ringe-Saga noch spielen? Ich guck mal, ob ich es finde. Also, ob ich es noch hab. Nochmal zurück zu meiner Frage. Ich habe doch gesagt, das ist in Ordnung. Darfst du gerne machen. Darfst du gerne tun. Ich muss die Lobby tatsächlich leider dafür erstmal zumachen, weil das ist ein... Okay, dann machen wir Lobby verlassen. Blue, grüß dich. Ein Depp für dich. Und, ja, wie gesagt, hatte ich nicht mehr gehört. Ja, wie gesagt, Mr. Bluefish, wenn, vielleicht hat der Kollege ja, Sitzung ist nicht mehr verfügbar, okay. Vielleicht hat der Kollege ja auch einfach Lust, mal zusammen zusammen was zu streamen. Ich trinke mal was. Einen weiteren Red? Vielleicht auch zwei. Ja, ja, das ist in Ordnung. So, wir gehen mal wieder zum Nox im Spiel. Warte mal, nee, mach das mal noch nicht. Ein Beitrag war das Spiel. Nee, ist auch einfach noch nicht der Fall. Lass mich kurz was raussuchen. Ist halt amerikanisch. Ah, okay. Die meisten Leute, die bei mir halt zugucken, sind halt eher die Leute, die deutsche Streamer anschauen. Also, du kannst gerne mal was bei mir posten, wenn es jetzt nicht jeden Tag ist und jedes Mal, wenn er streamt. Aber ich glaube, dass du bei mir auf dem Discord eher da wenig Glück hast mit den Leuten. Aber wie gesagt, kannst du ja gerne mal seinen Link posten. Sagen, ein kleiner Streamer aus Amerika. Englischsprachig. Wenn er mal am Stream ist und ich höre auf mit einem Stream, kann ich ihn ja auch mal vielleicht raiden. Sind zwar auch dann nur 3, 4, 5. Maximal 7 Hansel, aber sind 7 Zuschauer die Art. So, bereit. Bereit, und dann gehen wir rein. Ein Survival. Er muss ein Add-on herunterladen. Ja, klar. Helms Klamm gibt's nicht einfach so. Na gut, dann muss ich erstmal warten, bis das runtergeladen ist. Also bei mir hat's 4 Sekunden gedauert, es zu laden. Jetzt ist es da. Selber Hansel. Doch, Blue, du bist ein Hansel. Gerade du willst mir mal Bananen vertreiben. Ansonsten bin ich jetzt halt bloß, wer ihm zuschaut. Ja, okay, ja, verstehe. Ich finde Bananen super lecker, also das muss schon. Oh ja, eines meiner Lieblings, das sind Leibspeise. Ja. Okay, wie gesagt, kannst ja mal posten und wie gesagt, vielleicht kann ich ihn ja mal raiden. Oder man spielt mal was zusammen, aber ist halt auch eine andere Zeitzone und ja, ist halt schwierig. Also er redet halt nicht und er streamt bloß. Kurz gegen die Weihnachtszombies, richtig. Aber warum streamt er dann überhaupt, wenn er nichts redet? Das finde ich ein bisschen schwierig. Davo. So, dann grüße dich. Achte auf deinen Screen. Ja, ich sehe es. Denn der Ladevorgang läuft. Ja, es läuft. Siehst du die Hintern auf deinem Screen. Auch. Okay.
drücke, um Rachel zu spielen. Dann nehme ich eben Rachel jetzt. Möchte. Zwei Waffen? Nehmen Katana. Nein, ich möchte zwei. So. Hä? Warum nimmt er jetzt nicht beide? Jetzt doof? Dem hat er doch beide genommen. Was? Das beide Waffen. Nein, das eine jetzt. Ist eine Magnum, das du hast gerade eine Magnum gehabt, deswegen geht das nicht. Ah, okay. Keine tragen. Oh, guck mal an, Beil. Oh. Meine Lieblingsknarre, die gibt's sehr selten. Oh, eine AK, ich nehme die AK. Na, ich würde eher sowas hier nehmen. Hm? Was die denn? MP5 da. Die ist böse. Ja? Bist du denn? Was hast du denn da in der Hand? Zeig mal. Stopp. Jetzt hast du ein großes Schwert in der Hand. Ein Claymore und hier das Ding, aber ich würde. Achso, die hier. Die MP5 würde ich nehmen. Hier sind Gewehre! Okay. So. Cool! Handmunition. Explosive Munition. Okay. Bin da. Und du? So, jetzt legen wir den Hebel um und dann geht's los, ne? Ich kann noch hier Ding, Legolas erschießen. Nicht das, sondern hier. Hier geht's noch? Herr der Ringe Conquest sieht irgendwie ganz anders aus, als ich in Erinnerung habe. Ja. So, also wir ballern. Wir haben sogar MGs. Genau. Also sobald es losgeht, sobald es losgeht, verteidigen wir hier. Ihr kennt ja die Story, irgendwann wird die Mauer gesprengt. Oh je, was ist hier los? Oh, warum ruckelt das so? Ja, das kannst du vergessen. Was zur Hölle? Was ist das denn? Okay, ja, wir sind alle down. Wow. Was ist gerade passiert? Es hat einfach angefangen zu ruckeln. Also das war best of, würde ich sagen. Hilfe, das ist. Das kenne ich so nicht. Also ich habe gehört, das ist sehr buggy, das Spiel. Vielleicht habe ich, also ich habe es eben gerade neu geladen. Das kann natürlich sein, dass das daran lag. Ich möchte die AK 45 jetzt. 45 willst du? Ja, ich nehme die 45. Mal, gibt's. Oh. Was? Nee, wo ist denn das? Oh, was ist das denn? Hier sind Waffen. Ein M60. Lol. Ich würde am liebsten so einen Bogen nehmen. Einfach mit Bogen schimpfen, aber nicht. Du kannst hier Schwert und Schild nehmen. Oh, das ist natürlich auch cool. In dem Schwert und Schild. Aha! Perfekt. Ich bin gewappnet. So. Ich zieh den Hebel. Wenn das nicht funktioniert, dann ist es einfach die falsche Version, dann musst du neu laden. Hä? Turning off custom music? Ja, das ist nicht relevant, glaube ich. Wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, was machen wir dann? Machen wir wieder was anderes. Dann lade ich die andere Version. Ah, diesmal sieht's besser aus. Nee, sieht's nicht. Nee, die sind wieder zu schnell. Wir haben Joggy auf mir. Hast du überlebt? Also wenn wir es trotz dieses absoluten Speeds schaffen würden, wäre ich ja sehr beeindruckt. Oh je, vor dem will ich weg. Ja, probieren es für uns zu nutzen und schön in Bewegung bleiben. Oh, verdammt. Ja, ich bin erstmal down. Ich bin down, down. Wow. Ja, ich wurde vom Ding, wurde
vom Charger einfach in die grüne Kacke gedrückt. Ja, okay, also ich bin gegen diese Map und gegen dieses Spiel. Ah, oh, die Map ist schön. Ja, die Idee ist gut, aber ich weiß nicht, warum sie funktioniert. Aber warte mal. Kann ich eigentlich direkt Ja, ist ja kein Problem, du bist eh gleich dort. Ja. Ja, ich hab einfach mal schnell Helm's Deep Reborn neu geladen und dann das kriegen wir schon hin. Nochmal. Ja, ja, aber halt eine andere also ein anderes Workshop-Add-on. Okay. Hier sind Gewehre. Wenn die halt nicht so schnell wären, könnte ich halt auch snipern. Ja, ich weiß nicht, was da ist, ey. Also ich hoffe, dass das Nimm hier die kleine Axt nur. So, nee, du musst schon jetzt neu joinen, gell, also. Achso, ist nicht das alte Spiel. Okay. Ja. Dann zurück zum Hauptmenü. Ich verstehe. Na komm. Ich joine neu. Add-on herunterladen. So ist das. Der Wolf, der Nox. Wenn wir es nicht zum Laufen kriegen, dann kriegen wir es halt nicht zum Laufen. Aber, naja. So, Add-on lädt. Außerdem, nur weil Hutz nicht die Mods nutzt, heißt das ja nicht, dass ich das nicht mache. Das sieht ja immer nur der jeweilige Spieler. Also bei mir ist zum Beispiel Coach Duke Nukem, inklusive Sprüche. Und Rochelle kann eh niemand leiden, deswegen ist das bei mir Crystal aus Star Fox. Okay, warte. Ihr sagt, man soll die Werwolf-Mod nehmen. Wartet. Das kannst du sogar on the fly machen. Ja, ich bin unterwegs. Muss nur aus dem Spiel kurz raustappen. Kannst du sogar im Steam Overlay machen. Im Steam Overlay? Ja. Da geht das. Da geht das. Da kannst du rein in den Workshop von Left 4 Dead 2. Oh ja, du hast absolut recht. So, dann Werwolf. So, gucken wir mal. Mit Werwolf finde ich aber nichts. Schreibst du es auch Englisch? Also Werwolf mit einem R nochmal? Also. Mit einem E nach dem R? Ah, nee. Ah ja. Oh Herrgott, es gibt ganz viele. Apex Werwolf, Werwolf Francis, Werwolf Coach, Werwolf Nick, Werwolf Louis, Werwolf Alice. Dann sind irgendwie alle Werwölfe, dann sind auch wir Werwölfe. Warnung für nicht jugendfreie Inhalte anzeigen. Hä? Ich verstehe es nicht ganz. Was ist denn der Werwolf? Big Werwolf Tank? Lykan Werwolf Pack? Scooby-Doo Werwolf Hunter? Werwolf Figur Tank? Werwolf Horde? Ich habe halt keine Ahnung, welches der Werwolf ist. Werwolf Horde klingt gut. Wo war der jetzt? Verdammt. Wo habe ich den jetzt gesehen? Werwolf Hunter? Irgendwo hatte ich doch Werwolf Horde gerade gelesen. Werwolf Tank? Weil es gibt so viel mit Werwolf. Werwolf Coach. Ah, nee. Den muss ich denn nehmen? Ich kann Crash Bandicoot Very Character Icon, okay, was zum Kuckuck ist das hier alles? Also ich weiß nicht, welches ich nehmen muss. Max, weißt du, welches ich nehmen muss? Ist hier draufklick? Abonniere ich das mal. Dann habe ich den Werwolf Tank schon mal. Und natürlich wollen wir jetzt mit alle meine Verbündeten sind jetzt auch Werwölfe.
Dann weiß ich eh nicht. Aber wenn ich die Verbündeten jetzt auch Werwölfe mache, dann weiß ich ja gar nicht mehr, wer überhaupt einer ist. Wer nicht. Okay, Werwolf Nick. Werwolf Louis. Alice. Okay, wir werwolfen uns jetzt gleich hier durch. So, Bill. Gesundheit, dankeschön. Du glaubst, Lykan-Werwolf, was war das? Okay, kann ich gleich mal gucken. Das Lykan-Werwolf-Set, da habe ich was. So. Scooby-Doo-Werwolf-Hunter. Ich lasse das jetzt erstmal so. Mal gucken, was jetzt rauskommt. Ich bin eh schon gespannt. Okay. Wir beitreten. Ja, das kann gut passieren, dass jetzt alles crasht. Sehr muss ich. Gut. Das sieht doch schöner aus. Der Ladebildschirm sieht schöner aus. So, dann schauen wir uns doch jetzt gleich mal unsere Kameraden an. Die müssten ja jetzt... Ja, ist gecrashed. Schon mal gut. Dann sollte ich vielleicht nochmal in den Workshop gehen und das wieder deaktivieren. Ich weiß aber nicht, ob es an dir lag. Ja, ich tue vielleicht mal wenigstens die Charaktere wieder ohne. Weil wenn alles wie ein Werwolf aussieht, ist ja auch doof. So, Lass mich mal das Spiel ohne dich starten und gucken, ob es überhaupt funktioniert. Wenn es nicht geht, dann... Kann ich irgendwie die abonnieren wieder? Ja, abstellen. So. Guck mal, ob das ohne mich geht. Oh je. Geht? Nein, geht nicht. Fällt mir nicht. Sieht aus wie Arsch. Okay. Warte. Ich starte aber mal das Spiel und gucke, ob wenigstens der Bug weg wäre. Der Speedhack. Jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt ein Abonnement wieder ausmache, jetzt einmal kurz den Sound hängt. Du solltest nie die mehrere Charakter-Mod gleichzeitig aktivieren. Ah. Okay. Ja, die habe ich ja jetzt alle wieder ausgemacht. Ist kein Problem. Also es hat Fehler, aber spielbar ist es. Okay, ich komme zu dir. Du kannst ja einfach so joinen, ne? Das ist richtig, deswegen. Also falls er mich reinlässt, also. Weiß man ja nicht. Das weiß man ja noch nicht. Da, da, da. Ist gerade mein Ladebalken weniger geworden? Okay. Lykan-Mod ist für alle Spielercharaktere. Ja, aber den habe ich jetzt doch geladen.
Also irgendwie lädt's nicht. Es lädt nicht. Gar nicht. Nö. Man darf nicht vergessen, ich hab's jetzt auch auf einem lokalen Server gehostet, also... Ah, warte mal kurz. Da so einen Gedanken zu. Kann sein, dass es daran liegt. Also du kommst nicht rein. Und da macht ja auch keinen Fehler. Macht mir keinen Fehler, aber es lädt auch nicht. Alle Vorgang läuft und mein Balken ist bei X. Okay. Dann gehen wir zurück. Jetzt läuft er. Jetzt ist er voll. Verbindung zum Server unterbrochen. Ach, deswegen, wahrscheinlich deswegen. Ich würde auch sagen, wahrscheinlich deswegen. Okay, ich gehe wieder zurück zur Lobby. Mach's einmal neu auf. Ich hab dir es geschickt. DC funktioniert leider nicht. Was? Wo hast du es mir geschickt? So, jetzt kannst du nochmal reingehen. Du sollst dabben. Rufisch, wo hast du es mir geschickt? Ich verstehe gerade nicht. Ich verstehe es gerade nicht. Redet mit mir. Hilfe. Ich join erstmal. Niemand sagt dir irgendwas. Einer sagt mir was. So. Deswegen, gucken wir mal, ob wir es jetzt hinkriegen. Und wenn es jetzt nicht geht, dann können wir es halt leider nicht machen. Telegram. Aber was hast du mir da geschickt? Ich verstehe es gerade nicht. Ich bin gerade verwirrt. Bin sehr stark verwirrt. Ja. Wenn du was in Telegram hast, dann weißt du Bescheid, was Sache ist. Warte mal. Telegram. Ah, Just Dragon, who loves various types of people with hopes of being a VTuber. Das ist der Twitch-Kollege. Es lädt, aber es lädt nicht, Leute. Es lädt. Ich ja, jetzt ist es wieder nicht, weg. Dass es lädt. Es ist wieder weg. Es hat einen kleinen Balken geladen und dann ist es weggegangen. Einen kleinen Balken und dann ist es weg. Also bei mir ist der Balken voll, aber ich bin noch nicht drin. Wir werden sehen, ob es klappt. Oh, es hat geklappt. Ja, wenn nicht, muss ich vielleicht doch die Lykaner ausmachen. Vielleicht schafft. Aber lange Ladezeit. Vielleicht schafft er dieses mit dem Lykaner nicht. Ich mache einfach die Lykaner nochmal aus. Vielleicht funktioniert es dann. Also es sei erwähnt, es ist eine Menge, was aussieht wie Müll. Ja, bin ich gerade dabei. Bin gerade am Lykaner-Modus deaktivieren. Max, ich gehe nochmal raus, versuche nochmal reinzukommen. Falls ich irgendwie eine Chance habe, da nochmal rauszukommen. Oh. Was ist das denn jetzt? Wenn ich Escape drücke, ist abgestürzt. Er ist abgestürzt. Okay. Ich muss es einmal killen. Kill it with fire. Left 4 Dead einmal killen, so mitnehmen. Wir gehen nochmal rein. Wir starten nochmal neu. Machen wir nicht. Machen wir auch nicht.
So. Ich gucke erstmal kurz in meine Workshop-Dinge, ob ich da noch irgendwas abonniert habe. Wir wollen nichts abonniert haben. Es hat so gut funktioniert, bevor ich was abonniert habe. Habe ich irgendwas abonniert? Sieht man das irgendwo? Sieht gut aus. Nichts mehr abonniert. Wir gehen wieder zum Nox. Beitreten. Mal gucken, ob es jetzt läuft. Wir haben einen kleinen Mini-Balken. Und na. Sieht nicht gut aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht gut aussieht, aber es sieht nicht gut aus. Aber ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall, es lädt nicht bei mir. Tja. Dann funktioniert es wohl leider nicht. Schade. Ich kann wieder nichts machen. Bin schon wieder mitten im Nirgendwo. Lass du einfach mal abbrechen. Es hat auch bei mir auch ziemlich lang gedauert, muss ich sagen, das zu laden. Also. Ja, das Problem ist, wenn ich jetzt Escape drücke, sieht so aus, als ob ich schon im Survival-Modus bin. Aber wenn ich nochmal Escape drücke, bin ich wieder im Ladebildschirm. Naja, gut. Dann. Ja. Dann beenden wir es. Ja, beende mal wieder. Ich habe es beendet. Was? Oder musst du die Map downloaden und aktivieren in dem Menü? Hä? Wisst ihr nicht wie? Warte mal, ich will jetzt einfach mal gucken, wenn ich das selbst lade und nicht bei dir rein will. Hm. Ah, und dann lädt's. Ladevorgang läuft. Hast du es jetzt, Ich hab jetzt einfach deine Lobby, die du gemacht hast. Jetzt bin ich drin. Mit ganz vielen Fehlern. So, und jetzt ist die Frage, kommst du rein? In Mainz. Ich folge dir. Oh, das hat ja bei dir ordentlich geladen. Hier sind Gewehre. Und es ist Helm's Deep Reborn. Ich bin beeindruckt. So, sieht hier gut aus. Nein, ich will nicht die Axt, ich will das Schwert und das Schild. Okay, bei mir ist alles voller Fehler. Also bei mir ist was. Du hast das Kommando. Munition! Ja, dann sieht es zumindest für den Stream gut aus, ich komme damit klar. Okay, also bei dir sieht's scheiße aus, oder was? Sagen wir mal so, du trägst einen großen Error auf deinem Rücken. Okay. Also bei mir sieht's ordentlich aus. So. Lass mir die mal kommen. Gucken, wie das aussieht. Sehr witzig, weil über dem Felsen da vorne bei mir auch ein großes Error steht.
Muss ein bisschen abkühlen lassen. Max, bist du das da unten? Ja. Was ist denn mit dem Tank? Ja, ah, ist weg. Fuck. Schieß mal nach links. Nach links? Möglichst bald. Hab ich. Oh, wir gehen ans nächste Gewehr. Wer? Fest hinter mir ist einer. Fest! Da haben Hunter auf mir. Scheiße, ich muss nachladen. Ja, danke. Okay, wir gehen in den Nahkampf. Bleibt ein Schild. Kann ich da runter zu euch? Der kommt an mir nicht vorbei. Oh. Du kannst mir gar nichts. Oh, du kannst mir doch was. Ich muss mir mal kurz heilen. Fuck, schieß mal da wieder nach links. Oh, okay, er ist halt Flamme verreckt, alles gut. Scheiße, was soll das denn? Wieso lebt der noch? Bin unterwegs zu dir. Alles gut. Aber langsam bräuchte ich mal die First Aid Kit, das hab ich nämlich am Anfang nicht mitgenommen. Autsch. 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 Ich erstmal hier unten. Ja, wunderbar. Herr Stein hat getroffen, Kollege. Oh ja, spuck mich auch noch an, bitte. Genau so mache ich das. Ja, gut, also. Wir haben eine Bronzemedaille. Also ich zumindest. Enox, viel hast du aber nicht mehr. Nee. Das war's. Höchstwahrscheinlich ja. Auch Bronze. Sieben Minuten hätten wir gebraucht für Silber. Das Ding ist, du kannst es ja gewinnen. Also wirklich abschließen, sodass es vorbei ist. Okay. Das ist ja verrückt. Okay, nehme ich eine AK diesmal. Dann nehme ich die Nox so gut findet. Die ist gar nicht da. Diesmal. Hab einen Granatwerfer. Einen Granatwerfer mitnehmen. Dann nehme ich hier. Oh. Mit Brandmunition. Und ich will dieses Schwert. Okay, bin bereit. Aber gab's hier irgendwo eigentlich noch First Aid Kits irgendwo?
Wohl eher nicht. Ninja-Schwert hier. Warum hat jeder von euch so ein Ding und ich nichts? Kann doch nicht sein. Hast du das kein First Aid Kit? Nee. Geh vor. Doch. Ach doch, jetzt. Okay. Immer. Ja, fangen wir mal an. Ach, das Ding hat nur 150 Schuss? Ja. Das ist aber nicht viel. Muss sie gut einteilen. Molotov! Eigentlich erstmal wieder an den. Als Maschinengewehr. Das halten wir schon. Okay. Tank ist weg. Immer wieder dann. Oh, da drüben. Sehen. Er kommt. Bist der hat mich. Krassiges Viech. Er will auch. So, weiter geht's. Wir gehen wieder in den Kampf. Ah, ja, auf mich. Oh. Jetzt, ich hab keine Munition mehr. Oh, scheiße, das Mucke hat mich, ey. Der ist unten an der Mauer. Also auf die Zunge schlagen, nicht schlagen oder den Smoker töten. Warte, ich helfe dir, sobald ich wieder stehen kann. Interessanterweise macht es die KI nicht. Ja, super, jetzt bin ich am Boden. Ne, bin ich nicht. Bin nur. Boah, ich sehe nichts mehr, jetzt bin ich am Boden. Super. Sieht aber nicht so aus, als ob einer hilft. Nee, also irgendwie. So, tot. Ich muss jetzt Elbisch sprechen, ich kann nicht Elbisch. Also ich glaube, Nox, wir zwei müssen so einfach zusammen an einem Ort bleiben, sonst wird da nichts. Hier sind Waffen. Ja. Ich habe wieder die AK. Obwohl, so schlecht finde ich das gar nicht. Rohrbombe.
Weil von diesem Türmchen aus kann man halt sehr gut dafür sorgen, dass nicht alles die Leiter hochkommt. Sonst wäre er schon längst im Arsch gewesen. Nimm wieder Schwert und Schild mit. Oh. Ich will Munition. Noch eine Pistole. Was ist denn? Da. So. Nee, ist schon so okay. Es darf halt nur. Ist halt einfach, man muss direkt sich melden, wenn was ist, und dann muss man auch direkt versuchen zu reagieren, sonst klappt das nicht. Also, Smoker, du weißt, du kannst auch auf die Zunge schießen, das geht auch. Muss mal hier ein bisschen. Können wir mal hier eine Decke überschmeißen? Bei mir wird es gerade frisch. Habe ich rein zufällig in der Küche das Licht das Fenster offen gelassen? Das bin ich jetzt doof. Leitung wird zu heiß. Oder eine andere wäre. Okay, voll auf dem Tank. Amen? Nee, immer noch nicht. Nee, da ist nur zum Gewischen. Oh, Herrgott. Ich komme. Wow. Jetzt ist er weg. Sehr gut. Echt, der Charger kommt. Charger ist weg. Jetzt hat sich ausgesmokert. Warte mal, ich Granate auch mal vor mich hin. Hui! Achtung, da kommt jetzt ein Tank hoch. Ach scheiße, der hat mich schon wieder, ey. Schieß auf die Zunge, wenn du kannst. Da kommt ein Tank, ich komme erstmal gar nicht hin. Ich hab gerade gesagt. Komm mal. Oh, ich komm. Oh Herrgott, was passiert jetzt? Der Smoker da unten lebt übrigens immer noch, ne? So, einen haben wir noch. Jetzt ziehen wir mal hier ab. Ich würde sagen, wir kommen bestimmt gleich durch die Tür. Haben schon wieder einen Tank. Komm, wir gehen mal langsam. Ich habe mein Leben liegen lassen. No. Oh. Hör auf. Okay, ich habe ihn geschafft. Feuer! Ich habe keine Waffe, ich brauche eine Waffe! Ums Verrecken, ich brauche eine Waffe! Au, au, au! Oh, Kettensäge! Sehr gut! Gibt hier keine Waffen? Oder hier gibt es eine Waffe?
So, wir haben jetzt ein Loch in der Mauer, wir müssen runter. Auf. Ah nein, ich werde gezüngelt. Und nochmal gezüngelt. Ich bin gechargert. Kannst einschießen? Ja. Hab ich. Sehr schön, danke sehr. Werden Sie. Oh, ich bin. Ich habe ein Ding auf dem Jockey auf mir. Hab ich ihn erwischt? Ja, ja, der hat mich down gemacht. Mit mich einer aufholen. Ich kann es probieren. Scheiße. Oh, ein Splitter. Renn. Ja, bin schon weggerannt. Achtung, Tank. Bin dabei. Er ist weg. Wo bist du? Aber mal, ich helfe dem einen dann hoch, dem Nick. Der Charger hat. Oh, jetzt nicht mehr. Jetzt wird er hingespuckt. Oh, ich hab einen Jockey auf mir. Ja, dreh dich um, wenn du mich retten willst. Bin dabei, bin unterwegs. Einen Hit bin ich tot. Vorbei. Ich hab einen Jockey wieder auf mir. Gibt's ja noch, ey, ist ja unglaublich. Das gibt's doch nicht. Jetzt nicht mehr. Eine Chance. Ui. Ja, ich fürchte, wir sind zu zweit einfach nicht genug. Also die KI ist ja für nichts zu gebrauchen, nee, in dem Ding. Nehmen Katana. Nee, also ich würde ein anderes nehmen. Hey du, worauf warten wir noch? Ist lustig gedacht, aber müsste man wirklich mit einem vollen Team spielen. Muss aber auch gestehen, bin gerade am Überlegen, ob wir dann nicht für heute sogar Schluss machen. Bin ich auch der Meinung, dass das sinnvoll ist. Ja. So, dann würde ich nämlich sagen, das war's für heute. Einmal dem guten Nox sein selbstgemachtes Spiel gezeigt. Leider nur 2 Runden anstatt mehr. Sehr, sehr schade. Und jetzt ein paar Zombies gekillt, Helps Klamm natürlich verloren. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch allen noch eine gute Nacht. Naja, eine gute Nacht um die Uhrzeit, nein. Ich wünsche euch allen noch einen guten Abend, noch einen schönen Abend. Und ja,